ungewöhnlichen Rollenspiels. Heute wieder mit einem Rollenspiel, das die Welt nicht braucht. Wirklich nicht. Denn dieses Rollenspiel ist eigentlich nicht wirklich ein Rollenspiel, sondern es ist eher ein Merchandise-Produkt. Das World Wrestling Federation Basic Adventure Game. M. David Clark hat das geschrieben. Bei Wit Publications ist es erschienen, 96 Seiten im Softcover, 1991 erschienen. Keine Ahnung, was das mal gekostet hat. Doch, da steht's drauf, $19,95. Auf der Rückseite. Da steht's. Und, ja, was ist das jetzt genau? Nun ja, ein Merchandise-Produkt. Man hat halt entdeckt, schlaue Leute haben entdeckt, dass der ein oder andere Wrestling-Fan vielleicht auch ein Rollenspieler sein könnte, dass es dort also Überschneidungen in der Zielgruppe gibt und wie halt Marketing-Leute so sind, Mensch, bringen wir die doch mal beide zusammen, dann können wir denen noch ein Buch verkaufen. Super. Was ist dabei herausgekommen? Ein Rollenspiel? Ja, kann man so nennen, muss man aber nicht. Lauter eingeölte Herren? Ja. Wer es mag, bitte sehr. Ich habe auch in den 90er Jahren meine Zeit schon anders verbracht, als mir Wrestling anzugucken. Ich finde da nichts dran, ich brauche das nicht, macht aber nichts. Als Rollenspiel habe ich das jetzt im Schrank stehen. Setting, gut, die WWF mit den ganzen Geschichten und so weiter, hat der eine vielleicht schon mal gehört. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Ältere unter euch auch noch an die 90er. Da war das mal total hip, da guckte man sowas im Fernsehen. Heutzutage sind die meisten da rausgewachsen. Ja, hier gibt es die World Wrestling Federation. Es gibt verschiedene Titel und Aufstiege, die so in verschiedenen Stufen geschehen. Es gibt ein Regelsystem dazu, das mit 2W6 und dann 2W10 meistens agiert, hin und wieder mal ein W6, um auf einer Tabelle zu finden oder so. Aber egal. Das Ding ist völlig langweilig und öde, denn es betrachtet nur die Wrestler innerhalb ihrer Persona, die auch im Ring dargestellt wird. Also der Ring und das Umfeld ist das Einzige, was man hier spielt. Die haben kein Privatleben, die haben keine Frau, die haben keinerlei Gefühle, die nicht geskriptet sind. Oh, nein, ach, Entschuldigung, das war ja nicht geskriptet, was beim Wrestling passiert. Das ist ja alles echt. Ja, innen haben wir halt die Werte von allen möglichen Stars aus der WWF, an die wir alle längst vergessen gehofft hatten. Ja. Ich brauche es nicht. Da, wer erinnert sich denn noch an Rick Steiner und Scott Steiner? Yokozuna, Doink the Clown, Shawn Michaels, Irvin, was? Scheißel? Wie auch immer. Bam Bam Bigelow. Wer schon so heißt, egal. In eine Rollenspielsammlung gehört es. In ein Wrestling-Fan, der auch noch Rollenspieler ist, kann sich das auch gerne ins Regal stellen. Alle anderen können sich das wirklich sparen. Gebt euer Geld lieber für vernünftige Rollenspiele aus. Viel Spaß dabei.